Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute spielen wir auf der Map Nuketown ein bisschen Herrschaft und ich habe in meinen Koffer eingepackt die M60 mit erweiterten Magazinen in einer sexy roten Tarnung und dazu die Python im Akimbo-Modus. Als Perks Flagjacket Pro, Ruhige Hand Pro und Hacker Pro und als Abschlussserien auf der 4, das Kontordröhnchen, auf der 8 den schwarzen Vogel, den Blackie und auf der 11 die Commander Krieger. Au! Bouncies. So spielen wir heute dieses Spiel und das ist ein Fun, ein blödes Gameplay, muss ich direkt mal dazu sagen. Wie kam es dazu, was ist das für ein Gameplay, fragt ihr euch jetzt und es sieht ganz einfach so aus. Wir haben vorher schon mal eine Runde Herrschaft gegen diese Gegner gespielt und da sind zwei im Gegnerteam, die haben sich da vorne an den Bunker gelegt, beziehungsweise schön auf der Wiese ein Picknick abgehalten und haben uns die M60 Kugeln schmecken lassen. Wobei ich sagen muss, die M60 hat doch einen geilen Sound, oder? Ja. So. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das kannst du auch. Nachdem ich jetzt hier das erste Mal Magazin mal gediegen darüber geschossen habe und da drüben mal ein bisschen umgeflugt habe, renne ich jetzt hier rüber. Und hier denke ich mir, mit den Babys ist es vielleicht hier nicht der richtige Weg. Also gehe ich hier oben durchs Fenster. Da erwarten die Leute einen am wenigsten. Und gesagt, getan. So. Jetzt renne ich hier erstmal ins Haus, finde aber keinen und sehe jetzt, dass da vorne mit meiner neuen M60 geschossen wird. Den erlöse ich, schnapp mir meine neue Waffe. Okay, der hat schon einiges leer gebrallert. So, und so sahen die ganzen Gameplays davor aus. Und es hat Spaß gemacht, Leute. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, ob ich jetzt irgendwie da ein bisschen veranlagt war. Auf jeden Fall sehe ich jetzt auf dem Radar, oh, da geht die Party ab. Da gehen wir erstmal hin. Der Türsteher steht im Weg, weg mit dir. So. Auf jeden Fall, ich kann euch wirklich nur sagen, ich hatte wirklich an diesem Tag richtig gute Laune. Es lief so, wie man sich das vorgestellt hat. Es war lagfrei, man konnte sich über den Ingame-Sound verstehen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat wirklich gute Laune gemacht. Momentan ist es so, dass ich irgendwie nach ein paar Stunden schon ein bisschen abgefuckt bin. Und das stört mich doch ein bisschen. Und ich hätte es gerne so, dass ich halt immer Spaß habe. Ja. So. Gehen wir mal weiter, auch hier, wenn er Second Chance hat, egal, man merkt sich einfach den Namen und schießt drei Kugeln mehr drauf, gut ist. Und warum ich jetzt hier nach links laufe, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ein vor den Bautzig gestorben. Und durch wen? Natürlich durch meinen Freund mit der M60. Das ist natürlich was, ja, der Cresinio spielt ja auch gediegen mit der M60, habe ich gerade erst zum ersten Mal gesehen. Und da ist die Party und da darf man es natürlich nicht hingehen lassen, da mal aufzuräumen, ist das Shane, ist das Shane. Sowas kann doch immer kommen, oder? Und dafür ist die M60 eigentlich die bestgeeignete Waffe, wenn man vor so einen Gegner drum kommt. Einfach mal den Daumen drauf und gib ihm, oder den Zeigefinger, sind ja eher. Und Knallgas. Ja, hier rechts sehe ich ihn zu spät am Radar. Wieder einen saublöden Dev kassiert, aber das ist mir total egal. Das ist mir sowas von Schnuppe. Ich weiß nicht, nein, ich habe nicht gekifft, nein, ich nehme auch keine Muskel lockernde Medikamente. Nee, ich hatte einfach Spaß. Ich hatte einfach nur Spaß, Leute. So. Und wir kommen jetzt mal zum nächsten Thema, denn ja, der Adventskalender steht ja schon vor der Tür. Viele fragen mich auch, was kommt denn da drin vor? Was ist denn das alles? Und was ist überhaupt der Adventskalender? Ich weiß nicht, als ich den letzten Adventskalender gemacht habe, hatte ich so um die 10.000 Abonnenten. Jetzt habe ich da doch schon 2-3 mehr. Und deshalb erkläre ich euch jetzt erstmal, was der Adventskalender überhaupt ist. Der Adventskalender ist letztes Jahr entstanden, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, du musst Weihnachten irgendwie mal was Besonderes rausknüppeln und habe jeden Tag ein Video gemacht. Das ist für mich heute nichts mehr Besonderes. Aber damals war es doch schon so, es war wirklich eine Heidenarbeit, weil ich damals auch noch berufstätig war. Jetzt, mittlerweile bin ich ja selbstständig mit YouTube. Ist es halt so, dass ich halt geschaut habe, okay, jeden Tag ein Video, es muss abwechslungsreich sein, es muss den Leuten was geboten werden. Es darf natürlich nicht an Qualität verlieren und es war wirklich schwer. Es waren sogar mal 2 oder 3 Tage dabei, wo ich wirklich gedacht habe, ich glaube, das Projekt scheitert. Das heißt, ich habe jeden Tag ein Video gemacht, am Anfang ein kurzer Vlog da rein, wo ich Kaboom vorgestellt habe, beziehungsweise jeden Tag Kaboom als neues Tier gezeigt habe. Warum? Ja, Kaboom war zu dieser Zeit ich sag mal, eher unaktiv oder inaktiv heißt es ja, inaktiv. Und deshalb habe ich so eine In Memory an Dr. Kaboom. Immer jeden Tag war ein neues Tier, das uns auf dem Weg zu Weihnachten begleitet hat.
Ihr könnt es euch in Kuddelmuddel mal anschauen. Da sind die meisten, sind da noch drin, wie das Ganze aussah. Sind noch ein paar witzige Sachen drin. Dann gab es auch mal ein paar Aufgaben. Ja, hier das M60er-Duell verliere ich leider. Und auf jeden Fall, ich habe mir natürlich schon viele, viele Gedanken gemacht, wie mein jetziger Adventskalender aussehen soll. Und hier seht ihr mal, wie für mich so ein blödes Gameplay aussieht. Indem ich einfach sage, ja komm, gehst einfach mal schießend um die Ecken und ich habe den Gegner links ignoriert. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall mein jetziger Adventskalender. Ich freue mich schon richtig drauf, weil es wird was sein, was ich so auch noch nie gemacht habe und was ich in dieser Konstellation auch noch nicht auf YouTube gesehen habe. Bin ich mal wirklich gespannt, wie der bei euch ankommt. Ich denke mal ganz gut. Da werdet ihr euch über einige neue Sachen freuen. Ich möchte aber mal ganz gerne, dass ihr mir in die Videobeschreibung reinschreibt, außer die Leute, die natürlich wissen, was vorkommt, dass ihr einfach mal reinschreibt, was glaubt ihr, was dieses Jahr in den Adventskalender-Videos kommen wird. Das heißt, wie denkt ihr, was für Gedanken habe ich mir gemacht? Vielleicht ist für nächstes Jahr eine schöne Idee dabei, die ich dann umsetzen kann. Schauen wir mal. Aber ich bin wirklich mal gespannt, so was ihr denkt, was jetzt kommt, was euch erwarten wird. Da bin ich wirklich mal gespannt. Bitte schreibt mir das in die Videokommentare. Bitte, bitte, bitte. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Ja, MW3. MW3, ich werde es nachher auch wieder, beziehungsweise ich habe es auch gestern wieder im Livestream gespielt. Es ist ein Spiel, wie soll ich sagen, es macht schon Spaß. Aber ich muss ehrlich sagen, ich vermisse so ein bisschen dieses MW1. Diesen Charakter von MW1. Ich sag mal so, man hat sich bei MW1 sehr, sehr selten aufgeregt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, guckt euch mal die Fufus-Folgen an. Nee, es ist irgendwie so, MW1 war so ein Spiel, das konntest du reinlegen, da musstest du jetzt nicht nachdenken, da bist du einfach losgelaufen, gut ist. Und das habe ich bei MW3 nicht. Bei MW3, da fängst du erstmal an, oh, welches Abschusspaket nehme ich jetzt mit? Was packe ich da rein? Was mache ich hier? Ich finde, die Spiele werden auch ein bisschen zu überfüllt mit diesen ganzen Informationen. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber ich denke mal, dass man vielleicht mal in Zukunft mal wieder so ein richtiges Basic-Game machen sollte. Wo man nicht so viele Waffen macht. Wo man vielleicht den Leuten 4, 5 Waffen zur Verfügung stellt. Und darüber dann sich identifiziert. Fände ich mal eine coole Sache. Abschussserien, ich weiß nicht, vielleicht wird es so sein, dass wir in 3 Jahren nur noch Abschussserien haben und gar keine Waffen mehr. Wer weiß es denn schon? Ja, nehmt es mir nicht zu hart, ich möchte MW3 nicht flamen, möchte ich euch auch ganz, 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 ganz klar sagen. Im Gegenteil, mir macht das Spiel ja Spaß, aber es gibt einfach ein paar Dinge, die müssen daran gearbeitet werden. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Hier habe ich das Glück gehabt, dass ich hier runterrenne und jetzt achtet mal oben aufs Radar, da seht ihr, wie der Typ hier schön an mir vorbeiläuft. Hüpft raus. Und jetzt muss ich sagen, ich habe den hier rechts gar nicht gesehen. Na auch? Ha, er hat mich total überrascht. Und hier, ach, sowas würde ich normalerweise nie machen, wenn ich so einen von Hunden bin. Aber ich mach's. Ich hab Bock drauf. Und da sind sie, die Bouncies. Yay! Und da kann man auch mal hier den kleinen Wilden spielen. Da kann man auch mal einen Sack kriegen. Das ist egal. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Und sowas hätte ich gerne öfter. Sowas hätte ich gerne häufiger. Hier habe ich eigentlich gedacht, läuft doch ganz gut. Ja, da drüben geht's ab. Hier wird gecampt, was das Zeug ist. Da droben campt da auch noch die Made. Und das, Leute, ich kann es nur wiederholen. Probiert's mal aus. Macht einfach mal so ein Gameplay, wo ihr sagt, okay, ich mache mir jetzt eine richtig ranzige Klasse, die mir so eigentlich nie gefällt, aber mit der ihr viel Munition habt und rennt einfach mal ballernd über die Map. Es macht Spaß, es macht Spaß. Und dafür sind wir hier, um Spaß zu haben. Und das ist mein Tipp für die Adventskalender-Vorbereitungszeit, dass ihr es einfach mal probiert, einfach mal ausgelassen Spaß zu haben, indem ihr euch hier einfach an den Nebel stellt und einfach nur rüberbranzt. Denkt, ihr tötet 12 Leute, dabei tötet ihr einen einzigen. Aber ihr habt Spaß! Ihr habt Spaß! Und genau darauf kommt es an. Und in diesem Gameplay-Commentary habe ich mich schon so oft verhaspelt, dass ich jetzt gleich auch mal wieder die Outtakes raushauen werde. Weil ich einfach so viele witzige Aufnahmen noch davon habe, wo ich mir irgendeinen verbalen Dünnschiss labere, den ich euch natürlich auch diesmal nicht vorenthalten möchte. So, wir kommen jetzt nochmal aber einen Hauch zurück zum Gameplay, weil so wie es jetzt abläuft, sah endlich die erste Runde aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich überhaupt nicht frustriert. Wir sind hier die ganze Zeit einfach nur, ja, Granate werfen, rüberrennen,
sterben, wieder rüberrennen, wieder Granate werfen. So sah eigentlich die ganze Zeit die erste Runde aus. Muss man leider so sagen. Und jetzt schaut euch das an, was da auf dem Radar los ist. Party! Oh nein. Aber egal, davon lässt man sich nicht runterkriegen. Granate raus. Und weiter geht's. Wieder dahin an die gleiche Scheißecke. Wieder aufs Maul gekriegt. Aber einen Kill gemacht. Das motiviert natürlich. Und weiter. Wieder eine Granate. Alles muss raus heute. Hier Ausverkauf in dem Granatenhäuschen beim Commander. Alles rausgeknüppelt. Granate. Man hüpft noch weg. Ich glaube, das war sogar meine eigene. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Habt Spaß. Das ist so die Botschaft des heutigen Videos. Und hier seht ihr den Typ. So hing er die ganze Zeit da vorne. Und da ist man happy, wenn man da durchkommt. Wenn man dann drüben im Gegnerspawn ist und aufräumen kann. Und ja, Messer hier. Und dem Gegner mal zeigt, was eine Hake ist. Mal zeigen, wo der Opa den Mosch holt, wie der Atze sagen würde. Da kann man auch nochmal die Fahne einnehmen. Und das Spiel geht mit einem 201 zu 157 zu Ende. Endlich auch das Commentary, weil ich bin wirklich, ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen es waren. Mein Score 60 zu 13. Ja, mein Fahnen-Score 1 zu 1. Naja, aber es gab schlechtere Gegner. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem guten Schuss, euer Commander Krieger. Und jetzt viel Spaß mit den Outtakes. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute spielen wir auf der Map Nuketown. Ein herrschaftliches Gameplay und ich habe in meinen Koffer eingepackt die M60 mit den erweiterten Magazinen und dazu die Bühne und immer Kebo-Bonus. Ich wollte eigentlich jetzt gerade nicht Hitler nachmachen, sondern eher die Schussfrequenz von der M60. Ich kann es mir einfach angucken, es erfüllt einfach, wie soll ich sagen, mein Geschmack. Ja. Ja, hat echt Spaß gemacht. Das ist der Sinn des Spiels. Nicht, dass man sich irgendwie da abfuckt und sagt, guck mal hier, Scheiße. Nein, Spaß haben, Freunde. Geht raus, habt Spaß. Aufgabe des Tages. So. Ah, geil. Ich bin gelb, ist geil. Ja, kennt ihr? Klopper? Ja, gelb, geil. Ah. Sebastian! Nein, ich habe heute gute Laune. Nicht, dass wir irgendwie sagen, hier, guck mal da, nein. Ja, und das waren... Ja, so. Zurück zum Thema. Hallo. Was denn? Hallo und herzlich willkommen, oder was? Hallo. Hallo und herzlich willkommen, YouTube. Bei eurem sentimentalen Commander Krieger. Heute ein trauriges, spaßiges Gameplay mit der M60 hier. Wham, Zamba neu. Hallo und herzlich. Hallo. Hallo. Ich bin das Krümelmonster. So. Reizt aber die Stimmen heute. Ja, ja. So, ich habe mir gedacht, gerade mit Kaboom, der war ja letztes Jahr Weihnachten so ein bisschen inaktiv, an den musste so ein bisschen erinnern und habe in jedem meiner Adventskalender-Videos habe ich ihn eingebaut. Und und genau darauf kommt es doch an, oder? Wir spielen ja alle diese Spiele nicht, um hier, ja, Geld mit zu verdienen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, wir wollen Spaß haben. Spaß. Jetzt achtet mal auf das Radar. Da seht ihr links drei Typen kommen, einer geht zu B. Ich werfe erstmal hier ein Granätchen hin und jetzt schnappe ich mir den Typen bei B. Was ich jetzt da mache, ich habe keine Ahnung. Jetzt renne ich erst hüpf, renn, hüpf, mach, tu, prr, foing, boing. So, und wir waren in einer Lobby, vorher schon hier auf Nuketown. Hier, weißt du, Nuketown guckst du, ne? Hast du, weißt du. Ohne Scheiß, das ist das Problem, wenn du so viel hier mit dem Clevinova skypst, hier mit Muddy. Das Problem ist, du versuchst auch alle Typen nachzumachen, bis zum geht nicht mehr. Es geht mir so um den Sack. Ne, hier, weißt du, hast du, hier, hast du, ne? Aber er kann's, ich nicht. Ich würd's auch gern können.
Muss ich ganz ehrlich, pass auf, das packe ich hier in die Outtakes. Ich würde das auch gerne mal können. Was der da macht, also hier, Schätzelein, weißt du, rausschlemmern, ne? Das geht ja noch so ein bisschen. Aber wenn der hat ja ein Repertoire, das ist ja Lecco Mio. Das ist ja echt, also Respekt. Vor allen Dingen, ich habe den offen, ich muss jetzt mal ausschweifen. Ich wollte eigentlich ein Commentary machen, aber scheißegal. Ich habe den ja auf dem Juck kennengelernt. Und das ist so ein Typ, der muss eigentlich auf die Bühne. Der gehört zu Switch und was weiß ich nicht alles. Ein richtiger geiler Entertainer, der Typ. Und egal, wenn du dann irgendwie über den laberst oder die Videos anschaust und so, du versuchst immer die Scheiße nachzumachen. Habt ihr das auch? Es geht mir um Sack. So, dann hängst du da, der labert irgendwie so. Liebe Kinder, das ist ein Vorteil. Weißt du, und du machst es nach. Das ist echt ansteckend, das ist der Marty-Virus, Clevinova-Virus. So, jetzt fangen wir nochmal neu an. So, hallo, und ich sag immer so. So ist scheiße. So. Sie sah sau. So, und ich gehe hier mal oben schön auf die Dachterrasse. Und da haben wir es wieder. Clevinova. Weißt du, hier ist Dachterrasse. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Das ist eine klassische Aufnahme, weil das ist schon ungefähr das 70. Mal, dass ich hier dieses Gameplay neu starte und aufnehme. Und deshalb packe ich heute meinen Koffer bei einem Nuketown Herrschaftsgameplay in meinen Koffer die M60 mit den erweiterten Magazinen und dazu die Python im Akimbo-Modus. Als Perks habe ich dabei Flag Jacket Pro, ja. Es ist kalt geworden in Deutschland, muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Ich hing hier gestern Fenster auf, Füße hoch, Fernsehen an den Arsch lecken. Und es war einfach zu kalt. Zu kalt. Das ist nicht schön. Ich vermisse den Sommer. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ich weiß es nicht. Karibik war schön. Und Freunde, da geht die Party ab. Eine Party ohne euren Commander-Krieger, das ist unvorstellbar. Ich renne. Bin schon da und töte hier. Bam, 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 bums,